Bariumsulfat, BaSO4, ist das Bariumsalz der Schwefelsäure. In der Natur tritt Bariumsulfat im Mineral Baryt, Schwerspat, auf, das als Hauptrohstoff zur Herstellung anderer Bariumverbindungen dient. In manchen Algen, wie ZB, den Zellen von Clostridium, kommt Bariumsulfat in der normalen orthorhombischen Barytform vor. Im ziliaten Loxodes konnte nachgewiesen werden, dass die Bariumsulfatkristalle aufgrund ihrer hohen Dichte als Schwerkraftrezeptoren dienen. Barium, Ordnungszahl 56 im PSE, ist abgeleitet vom griechischen Baris, Baris, schwer. Das natürliche Mineral hat seinen Namen aus dieser Wortbedeutung. Aufgrund der hohen Elektronendichte kann Bariumsulfat als positives Röntgenkontrastmittel verwendet werden. Bariumsulfat ist ein weißes Pulver, das in Wasser, Säuren und Laugen praktisch unlöslich ist, während es sich in heißer konzentrierter Schwefelsäure bis zu 12% lösen lässt. Bei hohen Temperaturen, größer als 1400 Grad Celsius, zersetzt sich Bariumsulfat zu Bariumoxid, Schwefeldioxid und Sauerstoff. Displaystyle CE2BaSO4 > 2 Bao + 2SO2 Einschaltungszeichen plus O2 Einschaltungszeichen. Displaystyle CE2BaSO4 > 2 Bao + 2SO2 Einschaltungszeichen plus O2 Einschaltungszeichen. Aufgrund seiner Schwerlöslichkeit ist das Mineral im Gegensatz zu allen anderen Bariumverbindungen kein Gefahrstoff. Natürliches Bariumsulfat dient als Rohstoff zur technischen Herstellung anderer Bariumverbindungen inklusive Bariummetall. Als Füllstoff wird Bariumsulfat in Kunststoffen, plastischen Massen, Lacken und Farben sowie bei der Papierherstellung verwendet. 2. Daneben wird es aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften bei der Rohstoffgewinnung und in Schwerbeton sowie aufgrund der Absorption von Gamma- und Röntgenstrahlung in Strahlenschutzbeton und in der Radiologie eingesetzt. Es kristallisiert orthorhombisch, Raumgruppe PNMA, Raumgruppennummer 62, mit den Gitterparametern A ist gleich 8,884A, B ist gleich 5,456A und C ist gleich 7,157A. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.